Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal mit neuen Haaren. Ja, heute sitzt meine Schwester hinter der Kamera, Hallo. die liebe Ellie, und sie bestimmt das ganze Make-up. Ich habe gar keinen Plan, was mich erwartet. Also wenn ihr gespannt darauf seid, was Ellie mit mir heute vorhat, dann bleibt jetzt dran, denn es geht los. Ja, falls ihr meine Schwester noch nicht bei Instagram abonniert habt, dann tut es bitte jetzt, weil da könnt ihr alle ihre Make-up-Looks sehen. Sie ist immer hundertprozentig auf Instagram gesnatcht, also das ist alles so perfekt. What? Ja, das Contouring und so bei dir. Und deswegen bin ich gerade so gespannt, was du mit mir vorhast, was du mir gleich für Produkte anreichen wirst. Ellie sitzt heute hinter der Kamera und wird mir andauernd Produkte anreichen. Und ich muss sie dann auf mein Gesicht selber auftragen. Also ich bin so gespannt. Okay, es kann losgehen. Hast du schon eine Hautpflege drauf? Ja, Hautpflege habe ich. Okay, dann fangen wir an. Und zwar, ich glaube, wir lassen das heute schon ein bisschen günstiger. Okay, ich glaube, ich habe auch nur günstige Sachen. Ja. Aber genau, also einmal der Primer von Rebel Loves Me. Den hast du auch noch nie ausprobiert, oder? Nee, ich glaube gar nicht. Blur Prime Drops with Cranberry Extract. Aber der Verschluss. Ah nein, gar nicht. Falsche Hand einfach benutzt. Das und Pipette-Dings. Mit was trägst du mal Primer auf? Hände. Mit Händen? Hände, ja. Okay, I do. Das sieht blau Das aus. ist so richtig glowy, also. Ja. Boah, riecht das gut. Das riecht ähnlich wie meine Hautpflegeprodukte. Das hat was von der Artistry-Pflegeserie. Echt? Findest du nicht? Kann man gucken. Ja, okay, der Ne? Cranberry-Duft kommt da durch. Oh ja. Hat was, ne? Da, aber irgendwie riecht es auch nach irgendeinem geilen Shampoo, das wir mal hatten. Das kann sein. Der Geruch kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Ja, bei dem der ist halt auch, glaube ich, so ein bisschen sticky. Also so ähnlich wie unser LOV-Primer. Das stimmt. Hat echt was davon. Der zieht so ganz schnell ein Ja, oder. Ja. genau. Deswegen, da habe ich mir den auch einmal so als Dupe so quasi gekauft. Wobei, die haben noch krasseren Dupe. Der sieht aber echt aus wie der LOV. Der hat auch so Perlen drin. Okay. Da machen wir weiter. Hast du deinen Concealer-Primer schon ausprobiert, selber? Den No. von Catrice? Den habe ich letztens ausprobiert und der ist gut. Also ich würde den vor der Foundation auftragen. Ja. Den habe ich zugeschickt von Sandy bei unserem Tauschpaket. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, das blende ich euch hier oben ein. Genau. Und wo trägt man den genau jetzt auf? Einfach unter da, wo du Concealer aufträgst. Unter den Augen einfach. Ja, hier trage ich immer Concealer Ja. auf. Yeah. Aber trägst du manchmal auf den Augenlidern Concealer auf? Ja, aber ich nehme einfach das Restprodukt, mache das mit dem Finger, verteile das und danach kannst du ein bisschen auf den, so als Eyeshadow Primer auch so ein bisschen. Okay. Oder so als Primer für den Primer. Ich würde immer am liebsten alle Augenprodukte in den Kühlschrank stellen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie immer Bock, alle Augenprodukte immer in den Ja. Kühlschrank zu bunkern. Habe ich letztens auch schon bei meinem Primer überlegt, ob ich das nicht einfach machen soll. Stimmt, aber Was für ein geiles ja. Feeling das dann wäre, wenn man das dann rausholt. Ist so, lass es mal mit diesem Eye Primer ausprobieren, wenn nicht. Ja, oder? Weil ich finde den so schon eigentlich voll gut, also voll Ja. die coole Sache. Ja. Okay. Okay, wir machen weiter mit Foundation, die habe ich mir letztens neu gekauft und ich fand die richtig, richtig geil für den Sommer, weil die ist so. Wirklich, die ist richtig flüssig. Also gleich beim Aufmachen und so rausdrücken, aufpassen, weil die ist echt flüssig. Aber die ist so dünn irgendwie so. Weißt du, die hat jetzt nicht die perfekte Deckkraft, aber für den Sommer finde ich die voll gut. Okay. Das reicht auf jeden Fall fürs Oha. ganze Gesicht. Auf jeden Fall. Oh Gott, ist zu dunkel für dich. Nee, na, dein Gesicht ist auch Ja, das legt sich heller gleich. als. Ich benutze dann. Oder entscheidest du den Pinsel? Mach mit Pinsel und danach verteilst du ein bisschen noch mit Beauty Ja, Blender. genau. Hatte ich auch so vor. Das ist immer so meine Routine. Okay, die ist richtig dunkel bei dir, oder? War, nee. Das geht voll, oder? Wir gucken Ja, gleich. gucken wir gleich. Ja. Ich verblende die gut, verteile die gut. Okay. Und jetzt nehme ich einen Beauty Blender und. Ja, mach einfach dein, oder? Und was machst du Ausreichend. dann? Machst du einfach nochmal so mit einem trockenen Beauty Blender? Spritzt du kein Fixierspray? Das kannst du machen. Ich habe hier. Oh, du hast dir was von Sungasm geholt, von Catrice. Ist eine Limited Edition. Ja, auch reduziert ist ja nicht das Gold. Voll geil. Ich habe davon Gutes Ja? gehört. Ja, mag ich auch.
Ich kann trotzdem Dingens ansprühen. Nö, ich mach das immer so. Ich finde das immer so fresher. Ja doch, ich mach das auch, aber wenn mein Concealer fertig ist, dann sprühe ich nochmal meine Base an. Ich mach das die ganze Zeit, nach fast jedem Schritt in letzter Zeit. Doch, die Foundation sieht zwar gut. Ne? Ist gar nicht zu dunkel. Nö, also dein Hals ist hier der Bereich hell, aber der ist bei mir auch immer hell. Der wird irgendwie nie... Ja, muss man halt gut verblenden. Okay. Fresh aus. Okay, dann... Ich wollte das heute echt richtig summer glowy machen und so mit ein bisschen richtig viel Farbe. Und ich habe hier so einen Golden Glow Face Base. Das ist so ein Primer von Trend It Up. Den tut man eigentlich, ich glaube, den benutzt man richtig als Primer, aber das wäre mir too much. Ich habe das einmal benutzt und mein ganzes Gesicht war einfach nur am Glitzern und nicht richtig am Schimmern. Ich würde das hier, wo du Highlighter aufträgst, nur machen. Und mach das, glaube ich, lieber mit dem Beauty Blender. Okay, ich gehe aber halt mit der spitzen Seite des Beauty Blenders rein, weil... Ja. Das soll auch nur so als Primer für den eigentlichen Highlighter sein. Weil dein Face sieht jetzt schon voll glowy aus. Ja. Ich kann aber diese Foundation nicht so gut einschätzen, ob die glowy ist oder ob die matt ist. Da steht auch gar nichts drauf irgendwie, also ob das so ein matte Finish haben soll. Ich check das auch gerade nicht. Also man sieht noch sehr gut die Haut durch, ne? Ja. Richtig gut. Ich glaube, das soll einfach nur glowy, natural, wie so ein BB-Cream quasi. Nicht wie, doch, könnte sein, ne? CC-Cream. Ja. Okay, I'm ready for the next step. Ich habe einen Concealer, ich glaube, der müsste passen für deine Hautfarbe von Maybelline. Der sieht nicht mehr so fresh aus. Sollen wir den in die Kamera halten oder lieber nicht? Ich zeig einfach mal die Verpackung doch, welcher das ist. Den habe ich mir damals, glaube ich, bei Amazon bestellt. Okay. Den gibt es aber auch bei Maybelline so. Ja. Ist Maybelline oder ist es Manhattan? Das ist Manhattan. Scheiße, sorry. Ja, Manhattan, aber... Ja. Okay, und wo würdest du den jetzt auftragen? Unter die Augen. Unter die Augen zuerst. Aha. Mach mal zwischen die zwei Punkte immer, ja genau, noch da. So wie ich das eigentlich mache. Denk. Ziehe noch ein bisschen. Aha, den Nose. Und auch die Stirn. Ja, da mache ich immer so meine Dreieck. Und dann noch ein bisschen auf das Kinn hier. Kinn vernachlässige ich immer. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Ich glaube einfach nur, weil ja, die doch. Masse macht. Es ist aber richtig eigentlich, um das Kinn nochmal hervorzuheben. Ja, aber das Kinn muss ich hervorzuheben. Also bei dir vielleicht schon, weil du ein kleineres Kinn hast als ich. Aber ich habe schon voll das lange Kinn. Ja, der ist auch nicht so krass, der ist so deckend. Ja. Aber es soll auch so ein bisschen mehr Summer Make-up sein. Fertig. Ja, sieht gut aus. Aber ich glaube, ich würde hier noch ein bisschen mehr von. Ich habe noch einen mit, der ist noch krass deckender, aber den wollte ich. Der soll matt sein, deswegen mach den mal nur hier. Okay, drauf. Ich zeige euch gleich mal, was Ellie meinte. Meinst du so, ne? Hier runter und jetzt einfach nur runterziehen, so Richtung Nase entlang. Ja, genau. Aber auch hier so mehr, so ein bisschen mehr rein. Auch nach außen. Nicht so. Naja, was machst du da? Was für nach außen? Was für da unter? Du hast gesagt, die riechen direkt unter das Auge. Ja, Concealer unter das. Ich weiß halt nicht, was so bei dir ist. Mehr nach außen, nicht nach außen unter. Nein! So! So einfach nur. Scheiße, egal. Ja, ich weiß ja nicht, was so bei dir Make-up-mäßig dran ist. So, jeder macht runter das anders. Und dann nach außen. Wenn ich so oder nach außen weißt, sage. So? Ja. Und dann. Ja. So. Ah, nein, nein, das ja, du hast aber das so gezeigt. Ich meinte so, ich hab so wenig gezeigt, ich hab das so leicht gezeigt. Egal, scheiß drauf, verbleibt das jetzt einfach. Ich weiß ja nicht, mit welchen neuen Make-up-Skills du ankommst. Vielleicht ist das ja was ganz Neues so. Ellie! Nein, ich wollte den Schatten da ein bisschen kriegen. Aber egal, mach es einfach, benutze den Concealer jetzt fürs ganze... Scheiße. Ich dachte so, Ellie hat jetzt irgendwelche neue Tutorials entdeckt und er hat einen Trend gesehen. Und dann will ich jetzt gerade... uns neue Make-up-Skills hier beibringen. Vor allem ich, Alter. Ja, doch. Du bist, ich glaube, ein bisschen da... Ich weiß nicht. Wenn du irgendwas Neues findest, entdeckst, dann... Du bist experimentierfreudiger, glaube ich, als ich. Ja. Ich bin immer so, ich fahre lieber die sichere Schiene. Ja. Ich habe Angst, was falsch zu machen. Bei Make-up irgendwie. Ich bin immer noch sehr vorsichtig. Mhm. Und du bist so, ja komm, wir machen das jetzt mal. Das wird schon irgendwie. Und ich weiß nicht, ich, I don't know. Ja,
Aber ist auch bei allem so irgendwie mehr experimentierfreudig. Wobei, du färbst dir deine Haare rosa. Ich färbe meine Haare rosa. Ja, aber du machst dir Braids. Ja, so, und? Das ist auch so. Voll nicht, das ist nicht zwei unterschiedliche Dinge, du weißt. Also ich finde, rosa Haare färben ist noch eine krassere Nummer als Braids zu flechten. Weil ja, schreibt es bitte mal in die Kommentare, was ihr krasser findet. Braids oder rosa Haare. Oder rosa Haare. Okay, genug über Haare geredet. Let's get weiter. Okay. Warte, ich tu dir das aufs Pinsel, weil ich merke, du bist richtig vorsichtig mit Schminke, deswegen mache ich das jetzt. Und zwar ist das Fixierpuder, du kannst es gleich auch in die Kamera halten. Sehe ich, wie die gerade auf diesen Pinsel drauf klatscht. Und zwar ist das von Urban Decay. Nein, nicht Urban Decay. Nix. NYX. Nix. The Finishing Powder Banana. In Banana steht das hinten? Banana steht hier. Ja, weil ich finde für unseren Hautton, vor allem auch Jessie. Oh, wo fixierst du hier immer? Hier einfach da, wo du Concealer drauf gemacht hast. Bei mir wird es immer cakey. Deswegen bin ich immer vorsichtig mit Bacon nach Concealen. Es ist einfach so bei mir. Es wird immer hier so deswegen heftig schnell cakey. Primer gerade gesagt, dass du den benutzen sollst. Weil ich finde, der macht das irgendwie noch, also der macht das irgendwie weg. Welcher? Der Geli? Ja, ja. Der hier. Deswegen mache ich nie so viel. Ich benutze nie zwei Concealer, würde ich nie darauf kommen. Ich bin so ein Hauttyp, der halt schnell cakey hier wird, deswegen. Ja, okay. Ja gut, du hast mir ja gesagt, ich soll du sollst alles bestimmen. Also machen wir das heute. Ja, okay. Okay, dann jetzt ein bisschen noch auf der Stirn vom Dingens. Du kannst ja das Restprodukt wieder nochmal reingehen. Also ich fixiere nicht das ganze Gesicht, weil du das Gesicht so oder so im Endeffekt mit Bronzer und Contouring und Blush und Highlighter, was weiß ich, so oder so fixierst irgendwie. Aha, also überall, wo ich ein bisschen Concealer aufgetragen habe. Okay, zum Beispiel, ich bin random, ne? Ich nehme ein Fixierpuder und nachdem ich meine Base gemacht habe, gehe ich einmal komplett mit dem Fixierpuder. Ja, ich hinterlässt aber immer diesen ganzen Schleier und das. Ja? Weißt du, Schleier sagt man das so? Ja, kann man sagen. Genau. Okay, dann machen wir weiter mit. Oder nee, konturiere erstmal mit deinem. Hier. Mit was konturiere ich? Oh, soll ich meinen holen? Warum? Der ist halt so. Rival Loves Me, ja. Tropical Bronzer, auf den irgendwie alle schwören so. Ja, ich habe auch gestern, weil ich weiß nicht, ob das Shopaholic war oder irgendeine andere Shopaholic, also die auch sowas macht, habe ich auch gesehen, die hat den auch nochmal gepostet und das ist wirklich ein Dupe zu diesem Hula Bronzer oder so, genau. Ja. Ja. Okay, und was würdest du zum Konturieren für einen Pinsel empfehlen? Hier, der ist klein, gut für dein Gesicht so. Und ich finde, damit kann man auch cool. Der sieht zwar aus so von der Seite jetzt aus wie so ein Blush-Pinsel, aber den kann man eigentlich ganz gut fürs Contouring benutzen. Hat man das gut gesehen? Ja. Der ist von Zoeva. Das ist eigentlich ein Luxe Cheer Cheek. Ja, aber ich finde. Guck mal, so gehe ich in Contouring-Dingens Bronzer rein. Oh wow, deiner ist voll dunkel. Oder ist der? Ja, ich hab. Oder das sieht einfach so aus, weil das so jetzt noch krasser pigmentiert ist, weil der kaputt ist. Ich setze extra heute vorsichtiger an, damit Ellie mir Kritik geben kann, damit ich dann noch was umbauen kann. Umbauen. For good. Yeah? Ja, Mann. That's how you would do it. Yes. Doppelkinn nie vergessen. Snatched. Okay. Na warte, du kannst ihn da lassen. Ich habe voll Scheiße gelabert mit natürlich. Wir konturieren die Nase. Das ist so ein Pinsel, seht ihr das? Und konturier jetzt. Genau so mittig ein bisschen. Und dann gehst du bis zur Augenbrauen nach oben. Also wirklich, dass es die Spitze von deiner Augenbrauen berührt. Ich weiß nicht, ob das 2020 ist, aber als ich damals so angefangen habe, Make-up-Tutorials zu gucken und so, habe ich das immer so gesehen und ausprobiert und ich fand das irgendwie, also das hat voll den Unterschied danach gemacht. Dass es von oben, also dass es natürlicher aussieht, als wenn ihr jetzt nur von tiefer anfangen würdet. Und jetzt würde ich hier. Ellie zeigt mir hier. Du meinst nach außen? Ja, ja, ja. Bisschen da, genau. Und noch auf der anderen Seite. Aber nicht so viel, nicht so viel. Ja, ich mache ja nur mit dem Restprodukt. Ja, ja. Okay. Okay. Und jetzt gehst du so, wie du gerade gemacht hast. Hier so verläuft das ein bisschen. Ah, doch, richtig. Ja, ja. So. Ja. Aber ein bisschen kleiner, ein bisschen feiner, damit die aussieht, als hätten wir eine kleine Nase uns operieren lassen. Eine Stupsnase operieren.
Okay. So, okay. Dann machst du noch ein bisschen Produkt drauf. Okay. Und gehst aber wirklich hier genau unter deiner Lippe. Genau das. Genau hier. Aber auch ein bisschen, genau ein bisschen nach außen. So. Ja. Ja. Okay. Und jetzt verblende ich das mit was? Auch mit dem? Ich mit einem Beauty Blender. Okay. Ich verblenden, weil da auch Make-up drauf ist und das. Ja. Vernachlässige irgendwie beim Konturieren immer die Nase. Ich mach das irgendwie nicht so, aber das macht so viel aus, so kleine Dinge zu konturieren, wie die Nase. Du brauchst es ja nicht. Also ich gebe dir ja gerade nur mein, was ich mache. Was du machst? Okay. Weil ich mache ja immer, also meine Nase. Ja, ich weiß, das sieht auch mega geil auf Bildern aus. Ja, okay, da bearbeite ich die auch. Nein, aber trotzdem. Oh mein Gott, guck mal, wie klein die jetzt ist. Seht ihr das? Michael Jackson. Oh, wow. Leute, spart euch die Schönheits-OPs. Macht Contouring. Krass. Boah, Elli. Okay, ich bin so gespannt, was jetzt noch so kommt, nachdem ich eine neue Nase bekommen habe. Okay, wir machen jetzt nur noch weiter. Nur noch. Wir machen jetzt weiter mit Bronzer. Aha. Natürlich auch ein bisschen mehr als 5. Weil dein Glow ein bisschen weg ist durch die ganzen Mattprodukte. Der hat so ein bisschen Schimmer. Kannst du mal zeigen. Und da gehst du wirklich großflächig. So einen Pinsel nehme ich. Den hat Elli gesagt der in mein Gesicht. Der ist von Trended Up, genau. Der Natural Glow Bronzer. Der passt nicht zu meiner Hautfarbe. Den sieht man irgendwie gar nicht bei mir. Der ist fast irgendwie meine eigene Hautfarbe. Schön. Wow. Kannst auch hier so auf der Stirn direkt hier mal so machen. Mache ich gleich noch erstmal die Seite noch fertig. Stirn ein bisschen, ne? Ja. Ist ja immer da, wo man von der Sonne so... Nase auch dann? Ein bisschen, ja. Und, nee, die Seiten nicht so, oder? Schläfen vielleicht ein bisschen. Ein bisschen die Schläfen. Wobei, wegen meinen Haaren kommt da eigentlich die Sonne dran. Okay, das war's mit dem... Boah, der ist voll schön. Ich klau dir den. Du kannst ihn auch behalten. Kann ich den behalten? Ja. Voll gut, ich wusste gar nicht. Okay, ich schrotte ihn. Nein, nichts kaputt gegangen. Der ist gut. Den kennst du, glaube ich, schon. Kenne ich den? Der ist, das ist ein Blushleiter. Ah, also, doch, den kennen wir. Ja. Den Blushleiter von Essence. So schön, der ist so schön, ich liebe den. Und dann trägst du den auch wie Blush oder wie Highlighter? Blush-Highlighter kommt gleich. Ah, okay, dann trage ich den mal. Ich trage immer Blush von hier an. Wo fängst du an? Versuch mal hier. Von oben. Ja, und dann gehst du runter. Genau. Weil ich mache immer diese, ich dachte, okay, ich habe halt diese runden Wangen, warum nicht betonen? Deswegen mache ich immer die Apfelwangen. Deswegen fange ich oft meistens von hier an. Ja. Ich glaube aber, das ist eigentlich nicht so richtig. Ich weiß nicht. Also keine Technik ist, glaube ich, falsch oder so. Sowas gibt es nicht beim Make-up. Jeder schminkt sich halt so, wie er es angemessen findet. Aber manchmal habe ich halt voll Bock auf meine runden Wangen und dann betone ich die, indem ich hier anfange. Ich finde runde Wangen auch so schön. Also, keine Ahnung, jetzt nicht so kein Hate gegen irgendwie so gute, markante Gesichter, aber ich weiß nicht warum, ich finde runde Gesichter und große Wangen und so, das ist für mich irgendwie so das perfekte schöne Material. Oh, wie hast du den draufgetragen? Hast du beide Farben genommen? Nee, ich habe nur die rosa. Nur die rosa. Weil da ist schon Schimmer drin und wenn du dann noch mehr Schimmer nimmst, dann... Ja, ist schon... A little bit too much. Das Ding ist voll lustig, dass du das so siehst, weil ich hatte voll lange Komplexe wegen den runden Wangen, ja, wegen Cortison. Ich wollte immer runde Wangen haben. Bei mir, ich habe zwar Wangen, man sieht meine Wangen auch, wenn ich lache und so, aber ich finde, ich habe trotzdem ein zu ovales Gesicht. Nee, it's perfect. Du hast so viele Möglichkeiten mit einem ovalen Gesicht, ja auch andere Gesichtsformen zu schminken. Ja, wenn du rund hast, mit einem runderen hast du mehr. Du kannst dein Gesicht schmal machen, alles. Und wenn du ein ovales Gesicht hast, du kannst dein Gesicht nicht rund, also runder doch schminken. Doch, hundertprozentig. Ja, mit 10.000 Kilogramm. Warte, vielleicht machen wir das mal als eine Challenge. Ja, ne? Ja, du schminkst meins mal richtig schmal und ich schmink dich rund. Ja, was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Ey, das ist doch mega geil. Oder? Das ist eine richtig geile Idee. Und zwar, ich wollte heute zum Anlass deiner Haare so richtig pinky, also du hast gestern zwar schon pinky Make-up gemacht und so, aber heute wollte ich nochmal eine Schippe drauflegen und richtig übertreiben mit pinky und so. Deswegen nehmen wir jetzt die Highlighter-Palette von der lieben Dagi V und du nimmst den rosanen davon. Das muss man sauber machen. Das aber kann das man so nicht in die Kamera halten, du aber. Letzte Boutique-Palette, die nehmen wir. Und der
Die Farbe heißt, glaube ich, Hype oder so. Hyper. Ah, die. I took this. Sieht man das? Ja. So. Schreib mal. Ja, der ist krass. Der ist so krass. Also auf jeden Fall abklopfen und ja. So ganz, ganz leicht. Schreib mal. Ich glaube, ich brauche einen feineren Pinsel. Ja, du brauchst einen feineren Pinsel. Viel feiner. Aber vielleicht nehme ich die Spitze einfach. Oh ja, das ist gut. Den hier. Der ist gut. Der ist gut. Dann kommt es auch genau drauf, wo ich es haben wollte und nicht irgendwo. So, und dann mache ich das genau. Aber mach nur, bleib da. Bleib da ein bisschen. Mhm. Ne? Ja. Komisch, ich finde den aber gar nicht so rosa. Nee, ne? Jetzt gar nicht. Der auch nicht rosa. Der auch. Sieht total. Aber geh mal mit deinem Finger. Ja. Weiß! Mhm. Der das ist nicht. Da sind so lichtreflektierende Effekte drin. Geh mal in den blauen rein, oder? Der sieht sogar mehr rosa aus. Und jetzt geh mal in der Mitte rein, den weißen, also den beigen. Der ist rosa. Das ist so crazy. Was? Ey, geh mal bitte in den nochmal rein. Was ist da los, Dagibi? Das ist ja krass. Das ist echt crazy. Hey, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ja, jetzt sieht man das auch ein bisschen mehr. So kann man seine Kunden richtig verwirren, einfach indem man andere Pigmente in die Farben reintut. Voll cool. Geh mal mit dem Finger in den hier rein und tu ein bisschen auf die Nase. Welcher Finger ist jetzt denn überhaupt sauber? Okay, ich glaube der Mittelfinger von... Okay. Übrigens ist es der von Rivalde Roof, der genau. So ein Stick des Allrounders. Ja, irgendwie habe ich die Kollektion ein wenig verpasst, aber dann gab es sie halt im Sale und ich fand das richtig cool. Ich liebe ja Stick-Produkte. Ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, dass ich Creme und Stick-Produkte... Das reicht. Du hast jetzt da so einen Strich. Ja, ich mag das. Ja. Rudolph the Red Nose Reindeer. Okay, we are ready with the face. Jetzt geht's an die Augen. Okay, was ist los? Alles gut? Eigentlich sieht mir das auch so natürlich aus. Nein! Es wird gleich caken, ich sag's dir. Wenn wir jetzt noch irgendwas drauf tun, I feel it. Oh Gott, Susi hat mich voll erschrocken. Oh nein, irgendwas bewegt sich da. Ich wollte vergessen, dass sie da ist. Ja, okay, dann nimm mal kurz nochmal Puder hier. Ich weiß nicht, ob man das 2020 noch macht, aber ich gehe da nochmal rein. Hast du einen großen Lidschattenpinsel? Und welchen? Den größeren. Den weißen. Den weißen und... Es hätte das mal so ein bisschen das Auge. Doch, das macht man so gerade extrem, macht weil man das? Ja, weil unsere Haut bildet, also Augenlidhaut, die bildet sehr oft Talg. Umso älter du wirst, umso mehr kriegen wir Talgablagerung auf unserem Augenlid. Ja. Und deswegen sagt man ja zum Beispiel ab Ü40 Make-up, dass man immer das Augenlid setten muss, immer. Aber auch in meinem Alter schon. Also man kann nie früh genug damit anfangen zu setten. Wie guck mal, zu wissen, ja, habe ich mir ein bisschen Wissen beigebracht und angeeignet, ne? Das wird jetzt a little bit tricky, but we are doing this. I know that she can this. Dafür benutze ich die In the Neon Jungle Palette. Von Make-Up Obsession. Make-Up Obsession. Und welche Farbe nehme ich? Die pinke. Wir wollen ja heute nicht untertreiben hier. Okay, ich weiß nicht, ob ich noch einen feineren Pinsel habe. Ich kann aber nochmal, oder? Welchen möchtest du, dass ich denn nehme? Ich will erstmal mit dem... Ne, der ist nicht zu fein. Ich benutze jetzt den Augenbrauenpinsel von Ellie. Und dann gehe ich in Passion Flower, also in den Pinkton rein. Und... Klopfe ein bisschen ab. Ich gehe mit dem ganzen Produkt rein. I'm so scary. Okay, und... Ich setze immer eigentlich direkt. Nein, macht man nicht, ne? Man geht. Nein, nein, nicht unten, oben ansetzen. Nein. Du musst, nein, 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 das wird ein Lidstrich. Also ich weiß, Lidstrich. Ich weiß, aber ich kann mich so orientieren. Ich weiß, was. Ich weiß deine Vision. Ich habe deine Vision komplett nein, verstanden. Das soll kein Lidstrich sein. Du musst hier eigentlich nur anfangen. Du musst einfach hier eine Seite eine anfangen. Wing von dem Lidstrich. Wing. Ich brauche ein Wing. Genau. That's the vision. Und ein Wing ziehe ich am einfachsten, das sage ich dir, wenn ich hier anfange, dann kann ich besser definieren, dass es ein Wing wird. Verstehst du? Sieht man die Farbe überhaupt? Ja, klar sieht man die. Ja. Die kann man aufbauen. Verstehst du? Ich weiß jetzt, wo mein Wing endet. Und ich erkläre dir, warte, stopp. Damit das spitz bleibt, fängst du ein bisschen weiter unten an, indem du, wenn du den hier so ziehst. Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe... Genau, genau, genau. Aber du musst, nein, nicht dahin ziehen. Du musst zur Augenbrauen ziehen. So. Ich brauche ein bisschen mehr Produkt. Aufgeregt. Was? Ich bin so aufgeregt. Ich auch. Ich hatte das voll in der Vision, so dass du es
Doch, das sieht geil aus. Das sieht schon geil aus. Girl. So, mehr in die Augenbraue oder bist du. So soll so, ich jetzt so, aufhören? So, so, hör auf. So jetzt ja. aufhören. Ja. Shit, da ist aber jetzt so ein Dingens drin. Egal, wir machen gleich mit Concealer. Oh, geil, das aussieht, ich schwöre. Ist noch nicht mal zu Ende, aber. Ja. Wenn Annie eine Vision hat, wir sind da gleich eigentlich. Ja, so, voll, wenn das dann. Angeht. Ja, voll. Und ich glaube, ich lasse das jetzt hier, ne? Und gehe zum anderen Auge. Und da bin ich aufgeregt, muss ich jetzt ehrlich gestehen, weil ich habe zwei unterschiedliche Augenformen und ich habe sie nie mit Symmetrie, ne? Nie, ich schwör's dir. Das ist so für mich ein hartes Thema beim Augen-Make-up. Bei allen so, vor allem die, die Eyeliner ziehen wollen. Yeah. Guck mal, meine Augenform, siehst du, was das macht? Zeig, guck mich mal an. Guck mal. Guck mal in die Kamera. Ja, ist unterschiedlich jetzt. Aber du kannst gleich den anderen ein bisschen dicker machen, weißt du? Das den hier oder du meinst den? Den, ja. Ich lass das jetzt so, bevor wir das noch weiter vergeigen. Ansonsten muss Eddie gleich das linke Auge ausbessern. Ja, warte, ich will jetzt schon hier die Spitze von deinem... willst du ändern? Ja. Okay, so kriegt man seine Schwester vor die Kamera. Ah, mein Knie. So lange in derselben Position gesessen. Rheuma Lifestyle ist da. Ich erwähne das zu selten. Ich glaube, ich muss das öfters in die YouTube-Videos mal erwähnen. Dann gibt es Rheuma Pain. Dann gibt es weniger Neider. Da habe ich, hab die Wings jetzt richtig dick gemacht. Weil ja, ist okay. Das muss sehr gleich werden. Guck mich mal an. Ja. Wow, das ist so 2020, das Make-up. Mach mal deine Augenbrauen so hoch. Und guck mal, ja. Ja, das kann man ja gleich nachbessern, ne? Okay, ich wollte nämlich, dass du es ausblendest mit einer Nude-Farbe. Also wir haben die so Eva-Palette, die kleine, matt. Und da haben wir den Across the Street genommen. Wir machen heute ein bisschen englische Russian. Oh, was ist mit meinen Augenbrauen? Die gehen wieder spazieren. Meinst du so? Ja, genau. Ich übertreibe gerade so richtig, glaube ich. Ich mache das jetzt auch so ein bisschen. Ist es richtig? Ja, 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 mach einfach mal. Mach einfach mal. Ist so gar nicht mit deiner Anleitung, aber... Ja, doch. Doch, du machst sogar besser als du. Ich bin das gerade in... Echt? Oh, wie süß. That's cute. Das ist ein Kompliment. Okay. Ja? Okay. Und jetzt mit Concealer nimmst du deinen einen Pinsel, wo so du da reingehst. Ich nehme so einen Baumholzstab. Versuch das mal innen alles auszumalen, okay? Einfach ja! Aus wie bei Ausmalbüchern. Mach mal rein! Was sieht das? Shit. I don't know what I need. Ich lass dich mal machen. Okay, ich glaube, ich nehme einfach Fixierspray, solange Ellie wegguckt. Because ich finde das immer einfacher, wenn der Pinsel angefeuchtet ist. Do we have a problem? The problem ist, dass ich irgendwie... Ich weiß nicht, nee, ich muss es einfach nur besser verschmieren, aber... Ja, merkst du, was dein nasses Fixing Spray jetzt angerichtet hat? Weißt du, was du machen kannst? Warte, stopp. Warte, damit das nicht so schmierig aussieht, habe ich doch noch, boah, wie oft ich jetzt schon drauf reingegangen bin. Ich habe drauf gewartet, bis die Dinger endlich nützlich sein werden. Eddie? Du kannst deinen Finger da rein tun und dann so leicht tupfen. Oh, wie cute! Guck mal! So, das sind so Beauty-Blender, die man auf den Finger ziehen kann. Genial. Das ist so 2016, ja, nein, Spaß. Aber ich glaube, niemand benutzt es wirklich, auch selbst wenn es die gibt. Die sind auch scheiße. Nein! Ich dachte, solche wunderbar, die sind voll geil für Concealer auftragen. Ja. Aber für dafür ist es eigentlich voll gut jetzt so. Seht ihr? Alles, was irgendwie andere scheiße finden, kommt bei mir voll oft voll gut an, muss ich sagen, irgendwie. Ich mag den Concealer nicht, Ellie. Ich auch nicht. Ich mag den nicht, ehrlich, sag ich dir, weil ich... Ich hab den auch nicht ausgesucht, du hast den in deiner Schminksammlung. Du hast den aber ausgesucht, ja, ich hab aber auch More Than Concealer. Du hättest mir einfach More Than Concealer aussuchen können. Ich glaube, der ist einfach schon vergammelt. Weißt du, wenn ich den gekauft habe mit 14? Bah, du gibst mir vergammelte Make-up-Produkte. So doll liebst du mich. Okay. Okay, es geht weiter mit...
Rosa, wie auch sonst. Nein. Nimm die Farbe Just Peachy. Zeig auch mal die Palette. Oh, die ist so geil von Too Faced. Ja, ich mag die auch voll gerne. So einmal. Peachy, den da. Gute Farbe. Ja, schön. Ja, ich verstehe jetzt den Look, wo das hinläuft. Das sieht cool aus. Okay, Eddie gibt mir heute Aufgaben. Boah, aber die Palette sieht schon ein bisschen richtig verbraucht aus. Also das ist die erste von Marvin. Aber Sachen müssen auch, also Schminksachen müssen verbraucht. Oh, die sieht richtig... Okay, gut. Welcher Pinsel? Und dann klopfst du den auch richtig gut ab, weil der so ein bisschen dieses verbraucht... So, Ava wieder. Du hast so viele Pinsel. Die waren ja alle voll schmutzig. Ich verstehe nicht, du wäschst die auch regelmäßig. Ja, ich hab den, der ist auch sauber. Der ist sauber, aber an der Seite irgendwie dieses, ne? Make-up kriegst du nicht ganz ab. Ja. Habt ihr gesehen, wie das Pigment geflogen ist? Ich liebe es, wenn man abklopft und dann kommt da so eine rosa Wolke. Genau, jetzt sitzt er an und dann einfach ein bisschen. Ja. Das ist so geil, wenn man sich versteht, was man meint mit seiner Make-up-Vision, oder? Ja. Also hierbei habe ich dich verstanden, außer erst bei dem Concealer noch nicht. Ja. Das ja, reicht? Ja, ja, genau, das reicht für jetzt die andere Seite. Das ist gut. Von dieser Dreier Eyeshadow nimmst du den rosa und tust den nochmal hier so in deine Crease. Also das ist die Catrice Special Light Eyeshadow Glow Kit. Den habe ich auch mal in Sale gekauft, bei Rossmann lag der da und ich dachte, was? Sowas liegt da für einen Euro da, das nehmen wir mal mit. Und mit was trägst du gerne so Inner Corner Sachen auf? Das kleine, was ich dir vorhin gegeben habe. Meinst du sowas vielleicht? Ja, sowas. Sowas geht auch, oder? Dann ziehst du dir ein Kajal auf deine Wasserlinie. Kannst du das? Also, oder ist das scheiße für deine Augen? Ich finde es sehr schwer. Ja, manchmal brennt es ein bisschen, manchmal nicht. Aber ich meine, das Auge ist ja sowieso blind, ne? Oh, Scheiße. Meine Rötungen habe ich da eh oft. Es kommen doch noch Lashes. Was? Es kommen noch Lashes, weil ich ja so gut Lashes kleben kann. Okay. Okay, jetzt benutzt du... Wir kommen jetzt zum Schluss. Also das ist das Augen-Make-up gewesen. Ja. It looks so gorgeous. Einfach wie in meiner Vorstellung, sieht echt geil aus. Oh, das also der ist ein bisschen dicker als der, aber das war auch meine Schuld, glaube ich gerade. Ich aber das ist mir irgendwie egal. Ich finde es voll schön. Ich liebe unsymmetrische Dinge, ist mir aufgefallen. Dann einmal Lip Liner. Ich nehme jetzt so einen Nude-Ton. Achso, machen wir erst die Lippen und danach die Lashes? Ja. Okay. Wow. Wow, das ist echt nudig. Ja, das ist der einzige und die gibt es einfach nicht mehr. Schade. Ich habe mir so viele davon gekauft. Ich glaube, die liegen noch überall in meinen Taschen. Ich glaube, ich habe 6 Stück oder so davon. Gut, manche Sachen muss man auf Vorrat kaufen. Ich wollte genau so einen Lippenstift in dieser Farbe, wie ich jetzt die Lippen umrandet habe. Ich finde den so schön, den Lippenumrandungsstift. Ein Lip Kit, das hat die Farbe. Ich weiß nicht, ob wir den von Burberry nehmen sollen. Wir haben einen Lipgloss von Burberry. Also hier im Vergleich nochmal. Das ist der von Burberry und das ist der von Reval de Loop. Na komm, nehmen wir Reval de Loop. Ja, weil der passt auch besser, glaube ich, weil der ein bisschen. Auch von Mattitude. Ich habe nämlich auch von einem von Mattitude geholt. Der war voll geil. Ja, meiner, den ich geholt habe, war mehr so Berry. Und der sieht so ein bisschen bräunlicher aus. Ich habe auch einen Berry, aber ich brauchte so einen, der richtig hell ist, weißt du? Oh, ich habe gestern noch an so einen Lipgloss gedacht, ne? Wegen den rosa Haaren habe ich irgendwie. Guck mal, wie perfekt der zu meinen Haaren passt. Einfach perfekt. Und dann, um da noch ein bisschen Farbe auf die Lippen zu geben, dachte ich, wir nehmen unseren ganz alten von Artistry. Und der gibt halt wirklich, also zuerst, man sieht halt wirklich, dass der lila ist. Mhm. Aber wenn man den auf die Lippen drauf tut, dann sieht man auch schon, dass da so mehrere Farbpigmente drin sind. Wohin würdest du den jetzt geben? Einfach nur so ein bisschen hier und oben, so ein bisschen in der Mitte, also mittig. Weil viele sagen auch, wenn man das komplett so aufs Ganze, auf die ganzen Lippen drauf tut, dann sieht das an den Seiten aus, als hätte man gesabbert oder so. Ja, das macht Sinn. Das würde echt so aussehen, wenn es hier dann so verläuft, ne? Der ist hier. Ah, ne, Lashes. Lashes, die von Essence. Genau, ich nehme immer die einzelnen Lashes. Keine Ahnung, andere Lash-Profis und die, glaube ich, alle Marken von Lashes kennen, würden jetzt sagen, what the fuck. Aber ich finde die am besten für, dass der Look halt ein bisschen natürlicher aussieht. Hast du gar keine Wimperntusche vorher? So, die Zange. Was? Nur Zange.
Echt jetzt? Du machst, wenn du Lashes klebst, keine Wimperntusche vorher? Nee, weil ich habe schon schwarze Wimpern und du auch. Okay. Okay, dann fangen wir an mit den einzelnen Lashes. Ich weiß schon, wie man die draufklebt. Ellie hat mir mal eine Anleitung dazu gegeben. Aber warte mal, jetzt bin ich wieder durcheinander. Sind die unteren kleiner und... Nein, die unteren sind größer. Ja, oberen sind kleiner, die unteren sind größer. Ja. Und da guckt schon eine mich so an. Soll ich dir mal was sagen, warum ich eigentlich... Also warum ich keine Wimperntusche davor benutze? Warum? Weil ich keinen Bock habe, die Wimperntusche abzuschminken abends. Guck, du kannst einfach deine Lashes abmachen. Und einfach nur noch dein Gesicht abschminken. Wimperntusche, ey, das nimmt am meisten Zeit weg, das stimmt. Abzumachen. Das stimmt absolut. Da habe ich auch nicht drauf gesehen. Warum guckst du mich so an? Es ist gleich eine... Boah, das ist für mich so hart. Ich darf mich nicht so anstellen. Das macht Ellie andauernd. So, fertig. Ja. Die erste... Fass die nicht an. Du kannst sie gleich anfassen. Okay. Mache ich jetzt nochmal eine große? Ja. Soll ich es machen? Nein, ich mache das jetzt selber. Okay, sorry. Jetzt eine kleine willst du haben. Mhm. Scheiße. Die unzensierte Wahrheit, was ich über Lashes kleben halte. Ich sehe einfach nicht. Boah, Leute, ich schwitze gerade richtig, ne? Ich schwitze wirklich. Es ist so hart, auf sein auf sein blindes Auge Lashes zu kleben. Ich hätte das nie gedacht. Also es ist für mich echt nichts unmöglich. Ich sehe bei allem, nichts ist unmöglich, wisst ihr? Und das ist so mein Motto beim Schminken. Auch generell, weil mein Auge blind ist, sehe ich oft die Einstellung so, dass nichts unmöglich ist. Auch Make-up. Und deswegen will ich das gerade so unbedingt schaffen. Okay, ich habe jetzt die Technik. Guck mal, Ellie. Ja. Ich hätte die einfach von Anfang an so kleben müssen. Von oben. Ja, aber mein Hirn wollte gerade nicht da einsetzen. Ich verstehe. Ich okay. Okay, wir machen weiter. Was ich vergessen habe, war die Augenbrauen. Mal dir mit denen hier einfach ein paar so nach, so ein paar Stellen. Dem? Genau. Ich bin zu faul, meine Augenbrauen zu machen, immer. Wobei ich das eigentlich dringend nötig hätte, vor allem. Einfach hier habe ich so, doch, ich habe hier so eine, seht ihr das? Das sieht man auch oft auf Videos oder Fotos. Ja, jetzt nur, wo du es angefangen hast, nachzumachen. Ey, der passt hier perfekt. Perfekt, ne? Krass. Krass, hätte ich nicht gedacht. Wow, wow, wow. Ich bin begeistert. Der war bei Douglas im Sale. Okay. Okay, dann bürstest du die einfach nochmal mit diesem Gel. Aber nicht dieses Brushy. Eigentlich voll Bock auf dieses Brushy. Aber jetzt, weil dein Make-up so glamhaftig ist und so, würde ich dich einfach ganz normal so ein bisschen so definiert bürsten. Ja. Das ist ich auch von Manhattan. Maybelline New York. Das ist mit so einem Bürstchen. Oh, das sieht aber so cremig aus. In Medium Brown ist der. Medium Jessie Brown. Hat zwar bestimmt Dark Brown, aber oh, ich glaube, das wird man nicht so krass sehen, dass die Farbe nicht anders ist. Okay. And that's it. That's it? That's the look? Ja, du kannst auch ein Fixing Spray benutzen. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Ich muss es echt weit machen. Oh, der duftet. Oh. Nach Sonne. Ja, aber irgendwie mag ich das nicht, weil alles dann verläuft. Ich benutze noch kurz einen Beauty-Blender. Ja, das auch. So, Leute, das ist der Look created by Ellie. Ja, was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Also, ich bin mega zufrieden. Ich wäre, glaube ich, auch selber von alleine heute nicht auf diesen Look oder überhaupt drauf gekommen. Deswegen bin ich so froh, dass mein Schwesterherz mich so unterstützt hat. Gerne doch. Und ihr seht, ich habe mir auch Lashes, die einzelnen, draufgeklebt. Also die von Essence. Das war heute das zweite Mal in meinem Leben, dass ich mit diesen Lashes gearbeitet habe. Also das zweite Mal in meinem Leben, müsst ihr euch vorstellen. Und das war echt... Respekt. Dankeschön. Es war echt nicht ohne, vor allem am blinden Auge. Aber ich fühle mich dann... so gut, wenn ich es dann doch versucht habe und gemacht habe. Versteht ihr mich? Wenn so, ich weiß, dass es für mich schwer war, quasi das am blinden Auge zu machen, aber ich habe es gemacht und dann fühle ich mich so, I do this, I can't
Okay, Beauty ist okay. Ich bin ready. Ja, Leute, was sagt ihr zu diesem Look? Schreibt einen netten Kommentar und hinterlasst einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal. Hier kommt ihr zu 2 weiteren Videos. Und wir sehen uns nächste Woche in neuer Frische auf diesem Kanal. Woohoo! Ciao, ciao, guys. Tschüss. And girls. And boys. Everybody. Bye, bye.